Herr Präsident, meine Damen und Herren! Grund unseres Antrags auf Aktuelle Stunde ist der Urteilsspruch gestern aus Leipzig, der ja wirklich bundesweit für Furore gesorgt hat und der wirklich seit Wochen die Medien bestimmt und gestern insbesondere. Wir wollen hier heute in der Aktuellen Stunde erfahren von der Landesregierung, insbesondere von der Umweltministerin, aber gerne auch vom Verkehrsminister und vom Ministerpräsidenten, was das Land gedenkt zu tun, um Fahrverbote zu vermeiden und zu verhindern. Denn, und da sind auch wir Grünen einig, Fahrverbote können verhindert werden und Fahrverbote sollten auch verhindert werden. Die Pressearbeit, wenn man gestern guckt mit den öffentlichen Stellungnahmen, was seitens der regierungstragenden Fraktionen gekommen ist und seitens der Landesregierung, wurde man nicht schlauer. Die CDU in ihrer Presseerklärung der umweltpolitischen Sprecherin sagte, man respektiere den Richterspruch in Leipzig. Naja, immerhin, also die CDU respektiert einen Richterspruch. Bei der FDP völlige Tauchstation, da wurde ja gestern gar nichts verlautbart. Die Umweltministerin sagte, Fahrverbote seien nur die Ultima Ratio. Gut, da würden wir uns ja auch anschließen, aber uns würde schon interessieren, was wird die Landesregierung in den nächsten Wochen und Monaten tun, um Fahrverbote entsprechend zu verhindern? Dazu hätte sie schon jetzt Zeit gehabt. Seit 2010 gelten die EU-Grenzwerte, also 7 Jahre hätte die Bundesregierung, die ja in den ganzen Jahren von der CDU gestellt wurde, es gab die ganzen Jahre einen CSU-Bundesverkehrsminister, 7 Jahre hätte man Zeit gehabt, entsprechend zu reagieren, und 7 Jahre hatten auch die Autohersteller Zeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Doch statt entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wurde geschummelt und getrickst, das wissen wir alle, das wurde entsprechend durch den VW-Abgasskandal deutlich, Stichwort Schummelsoftware. Und, sehr geehrte Damen und Herren, es gab eine nicht abweisbare Kumpanei zwischen Automobilindustrie und Bundesregierung. Die Bundesregierung hat nicht interveniert. Wir wissen, dass die Kanzlerin in Brüssel immer unterwegs war und dafür gesorgt hat, dass keine strengeren Abgaswerte entsprechend festgesetzt worden sind. Herr Wissmann, man konnte ihn gestern ja im Fernsehen sehen, ehemaliger CDU-Verkehrsminister. Man hatte fast den Eindruck, als er da vor der Kamera stand, das war so Politbüro kurz vorm Mauerfall. Er konnte gar nicht verstehen, was da in Leipzig passiert ist. Er stammelte irgendwas von Software-Update, das würde greifen, alle anderen Maßnahmen, da wäre die Automobilindustrie nicht bereit. Und dieser Herr Wissmann hat in der Bundesregierung und hat insbesondere bei der CDU jahrelang erfolgreich lobbyiert, sodass es gestern zu diesem Urteil in Leipzig gekommen ist, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema, über das wir hier heute debattieren, ist nicht nur ein wirtschaftspolitisches und nicht nur ein verkehrspolitisches, sondern es ist auch ein gesundheitspolitisches und ist auch ein verbraucherschutzpolitisches. Man kann das jetzt abweisen und sagen, na ja, das sind alles Zahlen, die aus dem Raum gegriffen sind. Es gibt gute, qualifizierte umwelt- und gesundheitspolitische Studien, die belegen, dass es jedes Jahr Tausende von vorzeitigen Todesfällen aufgrund von NOx in unseren Innenstädten kommt. Das Umweltbundesamt sagt, es sind bis zu 6.000. Die EU-Kommission sagt, es sind bis zu 10.000. Jeder einzelne Todesfall oder jeder einzelne Krankheitsfall ist einer zu viel. NOx in unseren Innenstädten führt dazu, dass Menschen krank werden und frühzeitig sterben. Und hier muss dringend und zügig gehandelt werden, sehr geehrte Damen und Herren. Die Gesundheitsgefährdung gilt natürlich insbesondere für Ältere, für Kranke und für Kleinkinder, für Babys. Wenn Sie auf den Straßen unterwegs sind, sehen Sie ja, dass gerade der Abgas schnell auch in Kinderwagen entsprechend auf der Augenhöhe die Babys schädigt. Wir können nicht, und das ist ja das, was Sie in Ihrem Antrag machen, da von der AfD, wenn Sie die Messwerte am Arbeitsplatz mit denen vergleichen, die wir hier auf der Straße haben, bei den Arbeitsplatzwerten geht es darum, dass zeitlich befristete, gesunde, also eine zeitliche befristete Belastung von gesunden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das können Sie doch nicht ernsthaft damit vergleichen, die tagtägliche Belastung von Menschen, die in Straßen wie der Corneliusstraße leben, die hier an dieser Straße zu Hause sind, die tagtäglich hier einkaufen, die hier lüften, die entsprechend hier unterwegs sind. Das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Das zeigt entsprechend, wie absurd Ihr Antrag ist, liebe Kollegen von der AfD. Sie sorgen hier im Plenum mal wieder für vergiftete Atmosphäre. Diesmal geht es hier um Verkehrs- und Gesundheitspolitik. Und das einzige Problem, was Sie in Ihrem Antrag hier skizzieren, ist ein Problem, dass wir künftig einen unübersichtlichen Schilderwald haben. Also, liebe AfD, Sie müssen sich wirklich dringend mal in die Materie einarbeiten. Aber es müssen auch andere, weil diese Debatte um Grenzwerte
Und diese Debatte um Schadstoffe, die wird ja bei der FDP und insbesondere bei Christian Lindner genauso geführt. Er argumentiert ähnlich wie die AfD, und das ist peinlich genug, sehr geehrte Damen und Herren. Zu Recht fühlen sich in diesem Land Millionen von Autofahrerinnen und Autofahrern von den Herstellern betrogen. Und deswegen kann es nur eins geben: Es braucht ein verbindliches Hardware-Update in allen betroffenen Fahrzeugen. Und dieses Hardware-Update muss von der Automobilindustrie finanziert werden, zu 100%, sehr geehrte Damen und Herren. Und das fordern nicht nur die Grünen, sondern das fordert bemerkenswerterweise eine den Grünen ja nicht unbedingt nahestehende Organisation wie der ADAC. Das fordert der Deutsche Städtetag, der Städte- und Gemeindebund und andere Organisationen. Und wir wollen heute von Ihnen hier wissen, sehr geehrte Frau Umweltministerin, setzen Sie sich genau so wie diese Organisationen und genauso wie wir für ein verbindliches Hardware-Update in den betroffenen PKWs ein. Dazu sollten Sie hier heute entsprechend Stellung nehmen. Oder ist es so, wie Ihr Staatssekretär Bottermann ja heute Morgen noch im WDR 5 zum Besten gegeben hat, dass man jetzt mal in Gespräche mit der Industrie eintritt, dass man jetzt mal gucken will, zu was die Industrie bereit ist und dass man möglicherweise zu einer 50-50-Regelung kommt, dass die Verbraucher die Hälfte zahlen und die Automobilhersteller die andere Hälfte. Wenn man sich die Milliardengewinne von VW und anderen deutschen Konzernen anguckt, dann ist genug Geld da, um dieses Update und diese Hardware-Nachrüstung zu bezahlen. Selbstverständlich, und das hat das Urteil ja gestern deutlich gemacht, braucht es Ausnahmeregelungen? Braucht es Ausnahmeregelungen für Handwerkerinnen und Handwerker, für Rettungswagen und andere Fahrzeuge? Aber warum stehen eigentlich so wenig Best-Practice-Beispiele im Mittelpunkt der Debatte? Und warum wird sowas nicht auch von der Landesregierung aufgegriffen? Nehmen wir beispielsweise den Bäcker Schüren, hier aus dem Düsseldorfer Umland, aus dem Kreis Mettmann. Mittelständischer Betrieb, über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 30 Fahrzeuge. Er hat in den letzten Jahren freiwillig und ohne jeden Fördercent die komplette Flotte auf Hybrid- und auf Elektroantrieb umgestellt. Solche Maßnahmen sind zu unterstützen, und es ist möglich, entsprechend zu agieren. Und diese Beispiele sollten in Zukunft in der Öffentlichkeit deutlicher gemacht werden. Handwerkerinnen und Handwerker sind dazu bereit, die Hardware entsprechend nachzurüsten und ihre Fahrzeuge auch umzurüsten. Und die zweite entscheidende Forderung ist, wir brauchen eine blaue Plakette. Wir brauchen keinen roten Fuchsschwanz, wie gestern die Umweltministerin gesagt hat, sondern wir brauchen eine verbindliche bundesweite Regelung für eine nachvollziehbare Kennzeichnung von schadstoffarmen Fahrzeugen durch eine blaue Plakette. Und auch das ist meine Frage an die Landesregierung. Setzen Sie sich dafür ein in Berlin, in der neuen Großen Koalition, die zahlreichen neuen NRW-Minister im Kabinett, die Herr Laschet ja so preist und lobt. Kämpfen Sie in der neuen Bundesregierung dafür, dass wir eine blaue Plakette bekommen. Es ist Ihre Chance, in der Debatte hier Farbe zu erkennen. Danke für die Aufmerksamkeit.